Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Okay, dann hoffen wir das mal. Ja, da hätte ich auch 20 Minuten einstellen können, ne? Und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Ah, da drüben kommt auch Barrett. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ja Soldatengeleitschutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Sendet! Hier ist das Land! Aus dem... Wolltest du gerade irgendwas an der Tür machen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Der eine Typ da, ne? Die anderen warten auf uns. Wir sollten uns etwas beeilen. Ja. Ist ja gut, wir haben jede Menge Zeit. Keine Angst. Oh. Steht das halt manchmal? Ach so, die ATB-Leiste, ja, gut. Wartet mal, Cloud kann noch Magie einsetzen, oder? So, und Barrett jetzt eigentlich auch. Kann ich den jetzt mal bitte schocken? Geht doch. Kommt jetzt ein Freudentanz. Naja, aber wahrscheinlich noch so ein Vieh, ne? Okay, doch nicht. Ich hab nichts gesagt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass noch so ein Vieh da irgendwie aktiviert wird. So, ich könnte mal eine Heilung gebrauchen, tatsächlich. Ja, Barrett. Genau.
Ja, stimmt, diese Musik, wenn man den Kampf geschafft hat, ne? Das fehlt irgendwie ein bisschen. Tatsache. Da gebe ich Barret tatsächlich recht. Haben ihn geschockt. Das ist schon mal nice. Das war abzusehen. Eieieiei. Das war goddamn hart. Nichts überstürzen. Was? Ah, weich raus. Boah. Ich sehe halt auch nichts manchmal, ne? Sind die zufällig gegen Feuer anfällig? Boah. Ey, so viele Gegner auf einmal, ne? Ja, vielleicht auch ganz nice. Ich wollte gerade sagen, wenn sich Barret mal um die anderen kümmern würde. Ach shit. Dann übernimm. Das hatte ich schon befürchtet. Was? Da war doch noch ein Gegner, oder? Ach so, da hinten. So, weiter geht's. Ja, sehr gut.
fasse ich mal als Ja auf. Explosiv bis zum Anschlag. Sehr schön. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Uiuiuiui. Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Nee, das stimmt allerdings. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Das war es tatsächlich anscheinend. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Genau, mach das. Lunchbox ist immer gut. Nur noch ein Stückchen. So, zweimal Heiltrank. Also Heiltränke werden wir bitter nötig haben in dem Spiel. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Ja, hoffentlich hast du diesmal die Menge besser berechnet. Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlass. Los, weiter. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen.
Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Genau, wir machen uns aus dem Staub. Das ist immer eine gute Idee. Aber ich würde sagen, hier werde ich auf jeden Fall erstmal speichern. Und zwar vorsichtshalber auf einem neuen Speicherplatz. Denn ich werde das Ganze nochmal versuchen mit den 20 Minuten. Vielleicht gibt es da eine Trophäe für. Muss ich mal schauen. Ich hoffe ja mal, dass ich die Trophäen irgendwie einsehen kann, dass das vorhin nur ein Bug war. Bei PSN zurzeit. Aber was soll's. So, und an dieser Stelle werde ich auch die erste Aufnahmesession beenden. Wir sehen uns dann wieder zu Final Fantasy VII beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir auf Twitter oder Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.